Achso, so, übrigens, hallo und herzlich willkommen zurück. Und sorry dafür, dass es die ganzen Folgen vorher, also bis auf die letzte, keinen Ton gab. Ich habe keine Ahnung, warum das Mikrofon das eingestellt war. Es gab ein Update hier bei OBS. Ich kann es mir nur erklären, dass es damit zusammenhängt, weil geändert am Mikrofon hatte ich nichts. Manchmal ein bisschen eigenartig, aber gut. Wer weiß. Hauptsache es funktioniert jetzt. Das ist das Wichtigste. Wir gucken mal, was jetzt hier so mit Abigail passiert. Wir haben jetzt hier noch den Felsfahrt, da. Hier war der Felsfahrt. Das andere wäre dann da durch den Wald gewesen, ne? Schattenlichtung, Feuerstelle. Achso, Schattenlichtung. Ah, doch, im Wald ist. Wege. Was haben wir denn da? Ja? Ach, Kapitel 2 sind wir jetzt. Ah ja, abgeschlossen. Vorsichtsstufe. Ah. Spannend, wie es weitergeht. Sind sie alleine in den Wald? Blödes Spiel. Wie in der Mittelstufe. Das juckt mich doch nicht mal. Es kann doch jeder küssen, wen er will. So dämlich. Ach, toll. Wo bin ich denn jetzt? Du bist auch echt total gestört, ne? So ein bisschen. Läuf dann einfach hier quer durch die Pampa. Irgendwo hin. Wo ich mir auch denke, ganz ehrlich, du kannst doch nicht mitten in der Nacht im Wald. Alleine durch die Gegend laufen. Ruf. Na los. Oh, komm. Nick! Abby? Ruf nochmal. Hey, ich bin hier. Ich komme. Nick! Sieht doof, ey. Hey. Hey. Hätte sie nicht so doof reagiert mit dem Zeichnen, dann hätte vielleicht schon vorher ein bisschen was klar sein können. Aber nö, sie musste ja dann da sitzen und so doof tun, ne? Und hat überhaupt gar nicht gerafft, was er wollte. Also, entschuldige, ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Ich glaube, das Spiel wurde einfach zu intim für mich. Ich verstehe schon, was du meinst. Also, und die Sache von vorhin? Ja, wie krass. Emma wollte Jacob voll eifersüchtig machen. Glaubst du? Denk schon. Wieso sollte sie mich sonst so küssen? Stimmt. Ich hab einfach mitgespielt. Ja, ist nur ein Spiel, oder? Klar. Nee, es wäre irgendwie falsch, glaube ich, oder? Okay, hat doch gepasst. Nee, ich war jetzt gerade nicht ganz sicher. Das ist dann vielleicht falsch. Nick verliebt sich in dich. Ja, dann stirbt er garantiert gleich. Ich wette drauf. Hörst du das auch? Mhm. Sehen wir nach? Mhm. Nicht näher rangehen. Hatte mir nicht einen auf Superheld, Mann. Ich
Flott. Und geht doch lieber weg, anstatt drauf zu. Lauf! Lauf, hat er gesagt. Mensch. Ah, sag ich doch. Nick helfen. Immer helfen. Nick, oh mein Gott. Scheiße. Echt, jetzt lässt du ihn liegen? Boah. Oh, scheiße. Shit. Rennen wir. Zur Hölle hat sie das gemacht? Ich verstehe das nicht. Ab, Mann. Das ist weglaufen. So ein typisch Schritten die Treppe runter. Aber da muss in der Nähe nicht liegen. Scheiße, Mann, ey, echt, wie kann man denn da jemanden zurücklassen? Das musst du noch üben. Ja, da hast du mich wohl gefunden. Klar.
Hierher schleichen war spannender, als wir dachten, wir könnten erwischt werden, hm? Ja, kann sein. Jacob, wir waren uns doch einig, dass mit uns, es sollte doch nur Sommerspaß sein. Ja, nein, schon klar. Ist nur... Du kannst es nicht lassen, Theater zu spielen. Ach, Jacob. Ich meine, ich check nicht, warum du ihn abgeknutscht hast. In aller Öffentlichkeit auch noch. Das war blöde. Blöde? Sind wir 12? Nein, aber Nick ist's. Quasi. Ich liebe ihn ja, aber ich glaube nicht, dass er schon mal ein Mädchen nackt gesehen hat. Tja, tut mir echt leid für dich, aber er hat mich mit Zunge geküsst und hat genau gewusst, was er da tut. Du willst mich echt fertig machen. Jetzt bleib doch mal locker, du Spaßbremse. Ja, Spaßbremse. So habe ich mir den Abend nicht vorgestellt. Was? Lass gut sein, ist nichts. Na? Ich komm klar. Das ist meins. Tja, Pech. Ist Finderlohn. Morgen hole ich es mir wieder. Gut. Du kannst hier weiter schmollen und dir vorstellen, wie Nick mir seine Zunge in den Mund steckt. Oh, komm schon. Oder du kannst uns ein paar Handtücher holen. Was willst du mit Tüchern? Wir wollten doch Sommerspaß, oder? Und der Sommer ist ja wohl noch nicht ganz vorbei. Okay. Ob es auch einen Freak gibt, der im Wasser wartet? Sieht ja fast so aus, ne? Kleine Bläschen steigen auch. Die ist festgebunden, oder? Ja, würde ich fast sagen, so tot wie der aussah. Endlich mal ein paar Tarotkarten, ne? Jetzt mal um. Das ist nicht lange her. War das in der Nähe? Ja. Sehr wahrscheinlich, würde ich sagen. Was ist das denn? Jacket und Thacket. Oh, Jacket ist wohl Mr. H, Chris Hackett. Wer zur Hölle ist Thacket? Na, hier fehlt was, ne? Komm schon, kannst ein bisschen schneller die Treppe hochgehen, oder? Gott verdammt. Alle Handtücher weg. Null Handtücher! Nein! Nicht ein einziges! Du
Was soll das? Dann komm wieder runter, Jacob. Was sollen diese Zahlen? Gucken wir uns nochmal genauer an. Schafft man nicht nachhaltig. Oh je. Wow. Ist da jemand? Das heißt dann wohl, bestimmt ist alles gut. Bist du dir sicher? Ah, noch weiter nach rechts kann ich nicht. Ay caramba. Na ja, dann geht's weiter beim nächsten Mal.